Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Risen. Ja, beim letzten Mal ging es ja um die Fälle. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, ich hau einfach wieder aus der Stadt hier ab und metzel die halt draußen auf freiem Feld um. Weil ich eigentlich auch keine Lust habe, hier drin die zu klauen. Denn eigentlich gehören ja nicht zu den Banditen. Zu den fiesen, fiesen Banditen. Deswegen. Ich kann ja sowieso wieder mal Richtung Vulkanfestung gehen. Da gibt es ja auch noch den vom den Auftrag mit dem. Also beziehungsweise, dass ich die Schriftrollen lerne. Und ich denke mal, das ist ein bisschen wichtiger wie jetzt hier in der Stadt. Versuchen, Fälle zu klauen. So, dann sind wir wieder draußen und gehen dann auch direkt, nachdem wir hier diese Goldmünze aufgehoben haben, direkt Richtung Vulkanfestung hoch. Wir werden natürlich auf dem Weg dann jetzt versuchen, den ein oder anderen Keiler umzumähen. Ich habe nur leider auch schon einige von dieser Insel hier vertrieben, sozusagen. Deswegen müssen wir die natürlich jetzt erstmal suchen gehen. Oh, damit piept man's. Komm, halt mal ganz still. Geht auch ganz schnell. Wisst ihr? So. Ruhe in Frieden. Namenloser Dieb. Da kann ich was machen. Schaufel. Buddeln wir da mal ein bisschen. Was machen wir jetzt? Putzen wir den Boden noch ein bisschen. Oh, dann nehmen wir dann das Rohr raus. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ah, dafür brauche ich also einen Schlüssel. Na Dude. Aber freigebuddelt haben wir es schon mal. Ist ja auch schon mal was. Ja, jetzt gehen wir wieder auf die Suche. Wir wollen noch mal hoffen, dass wir jetzt noch den einen oder anderen Keiler finden. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Halt still. So ist fein. Noch einen. Noch so ein Pilzi. Ja, jetzt aber wieder langsam. Langsam Richtung Vulkanfeste. Ah, hab ich dich noch gar nicht geplündert. So. Ja. Die haben wir leider ja alle schon. Ja, weggemacht und ausgenommen. Dann müssen wir natürlich gucken, was wir neue finden. Irgendwo, aber ich sag mal, so viel haben wir noch gar nicht entdeckt auf dieser Insel hier. Dann müsste es eigentlich noch genug kleine Keilerchen geben, die hier irgendwo rumrennen. Oder eher rumgrasen. Schauen wir mal. Ja, dann hier lang. Da geht's zur Hafenstadt. Wir wollen ja aber hier hoch zur Vulkanfestung. Und dann gehen wir doch einfach mal speichern. Einfach mal hier links rüber.
Da waren, glaube ich, noch so ein paar Mottenviecher. Aber vielleicht sind da hinten dann auch noch ein paar andere Tierlis. So zum Beispiel vielleicht ja dann noch ein paar Keiler. Ja. Herumschwirrende Krabbenhüter. Es steht ziemlich ungünstig hier. Kein guter Platz. Oh, das ist wieder eine Quest, so wie es aussieht. Die haben wir dann natürlich jetzt schon... Bei wem soll ich die denn überhaupt machen? Muss ich gleich nochmal... Bin sicherlich in dem Lager. Muss ich aber gleich dann... mich in dem Lager mal umgucken gehen, wer mir denn diese Quest hier geben wollte. So. 5. Oh, da kommt die nächste. 6 sind das jetzt. 7. Dann nehmen wir alles mit, weil diesen Flügelstaub, den konnte ich ja irgendwie noch brauchen. So, jetzt aber erstmal schnell einen kleinen Happen hier. Lecker Steak. Oh, noch ein Steak. So, und dann weiter. Aber Keiler war leider bis jetzt nicht hier. Leider. Hoppala. Ja gut, die Quest haben wir dann erledigt. Da will ich noch nicht rein. Jetzt muss ich wieder weiter Keiler suchen, um die Aufgabe zu erledigen. Und dann... Aber erstmal geht's ja weiter in die... Hoppala. In die Hafenstadt. In die Vulkanfestung. Nicht Hafenstadt. Und wir fragen jetzt erstmal, wem ich denn überhaupt diese Aufgabe da erledigen sollte. Irgendeiner muss mir im Vorfeld dann... Beziehungsweise irgendeiner muss ja gewollt haben, dass ich... die herumstreunenden... Viecher da... Ja, wie sieht's mit dir aus? Schweinescheiße, überall Schweinescheiße! Ich krieg hier noch Brechreiz! Ja, dann geh doch mal... Was ist denn los? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Na jetzt schon. Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Die Grabmotten sind erledigt, mein Freund. Die Grabmotten sind erledigt. Na endlich, dann kann ich die Schweine wieder alleine lassen. Ganz so. Ich bin übrigens Bruce, ehemaliger Gefangener der Hafenstadt und jetzt Rekrut des Ordens. Und Schweinehirt. Dank dir ist das jetzt vorbei. Hier, nimm diese Münzen als Dank. Ja, vielen Dank. 25 Münzen ist ja auch mal was. Ja. Dann gehen eine Heugabel. Kann ich mit dieser geilen Heugabel denn irgendwas machen? Natürlich nicht. Eine Holzfällaxt. Wir nehmen natürlich wieder alles mit, was wir so rumfinden. Wasserfass brauchen wir gerade nicht. Wo war eigentlich hier dieser... Da. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Na siehst du mal, Fell hat er natürlich keine, aber ich glaube, ich habe ja auch schon versucht, mit dem zu handeln hier, ne? Ja. Was sagst du hier? Und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Außerdem kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Aber wenn du dich in den Ruinen umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. Hey, die diebischen Gnome sind weg. Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings, diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält. Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen.
Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Na, dann helfen wir doch mal. Kann ich dir bei deinem Gnom-Problem helfen? Gnome sind für uns ja auch immer gut. Vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe, nördlich von hier, niedergelassen. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Die Gnome sind weg. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Na gut. Es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Natürlich. Die Dinger sind überall hochgekommen. Ein weiterer Trupp von uns ist im Westen unterwegs, um die Artefakte der Ruinen dort zu bergen. Rudolf mit seinen Jungs. Ich habe aber schon ewig nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Ich könnte herausfinden, wie es Rudolf und seinen Jungs geht. Das wäre natürlich großartig, aber sei vorsichtig. Die Gegend im Westen ist gefährlich. Wenn ich könnte, würde ich dir Verstärkung mitgeben. Aber du siehst ja selbst, ich habe hier schon genug Probleme. Ich kann dir nur viel Glück wünschen bei der Suche nach ihm. Ja, ich mach das schon. Ha, das nenne ich Tatendrang. Ja, so ein paar Aufträge für zwischendurch können uns natürlich genau könnte sich Rudolf auch nicht schaden, weil wir kriegen Erfahrung damit. Es gibt dort eine kleine Ruine im Westen. Sie liegt noch vor dem großen Sumpf, in dem sich die Banditen versteckt halten. Könnte mir gut vorstellen, dass Rudolf dort in der kleinen Ruine nach Artefakten graben lässt. Aha. Bin mir aber nicht sicher. Er könnte überall im Westen sein. Okay, wo ist hier unser Ruben? Soll er uns mal unsere Belohnung geben und dann machen wir uns erstmal. Du sollst mir eine Belohnung geben. In die Vulkan. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. 200 Gold. Kann auch nicht schaden. Wie viel brauche ich noch für mein nächstes Level? Ja, schon noch etwas. Aber ich habe 5 Lernpunkte. Die werden wir jetzt erstmal einlösen. Ja. Damit holen wir uns nämlich jetzt unser Schriftrollen herstellen. Und dann gehen wir Richtung Westen und werden nach dem Rudolf suchen. Ja. Und natürlich nach Fellen. Da werden wir eh jetzt suchen. Dann können wir nämlich später wieder in die Hafenstadt reinreisen. Hier gibt es ja dann eigentlich nicht mehr so viel. Wenn wir jetzt die Aufgabe erledigt haben, beziehungsweise das Schriftrollen schreiben können. Dann glaube ich, habe ich auch alle Prüfungen abgelehnt. Nee, ich muss ja noch die eine Schriftrolle da schreiben. Als Prüfung. Aber dann müsste ich eigentlich soweit alles haben. So, rein hier. Da bist du. Spruchrollen. Wie erschaffe ich eine magische Spruchrolle? Um eine Spruchrolle zu schreiben, brauchst du eine Vorlage, also eine Rune. An einem Runentisch kannst du die magische Struktur der Rune auf ein Pergament kopieren. Damit die Magie in dem Pergament gespeichert wird, brauchst du je nach Zauber verschiedene Zutaten. Okay. Bist du jetzt bereit für die Prüfung? Ja, du hast viel gelernt. Wenn du willst, werde ich dich prüfen. Ja, prüf mich. Prüfe mich, Meister. Um meine Prüfung zu bestehen, musst du selbstständig und ohne Hilfe eine Spruchrolle anfertigen. Ich stelle dir lediglich die Rune und den Arbeitsplatz zur Verfügung. Alles Weitere liegt bei dir. Hier, nimm diese Rune des magischen Lichts und beginne dein Werk. Ja, dann werden wir es natürlich mal machen. Da hinten ist, das müsste dann der Tisch sein. Von Alchemie verstehe ich nichts. Nee, doch nicht.